So, da geht's weiter bei Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Das letzte Mal angekommen in diesem mysteriösen Sandsturm, der uns hoffentlich zur geheimnisvollen Stadt bringen wird. Aber natürlich warten Marlos Leute hier auf uns und wir müssen uns hier erstmal durchkämpfen. So, und da vorne stehen zwei Panzerwagen, was das Problem ist. Und ich versuche jetzt mal irgendwie vielleicht da oben dran zu kommen, um mir den Raketenwerfer zu holen, wenn der Typ hier mich in Ruhe lässt. So, komm mal her, Kumpel. Ja, nur ein Schuss. Super. Okay. Den ersten Truck hätten wir. So. Was machen wir jetzt mit dem nächsten? Das kann ja was werden. Okay. Den Kerl hätten wir. Dann muss ich mich wohl Stück für Stück ein bisschen näher dran trauen. Vielleicht liegt da noch irgendwas, was uns gute Dienste erweisen könnte. Sully, geh aus dem Weg. Oh. Alter Vater. Okay. Haben wir Granaten? Oh, wir haben Granaten. Vielleicht reichen die auch. Da, bitte. Ah ja, er brennt. Er brennt, er brennt, er brennt. Okay. Ob das wirklich was gebracht hat? Ja, sauber, okay. Der wäre aus dem Weg, das ist schon mal gut. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter und hoffe, dass ich mal ein bisschen mehr erkennen kann hier. Ah, da hinten steht einer. Der hat gerade versucht, eine Granate uns zu werfen, hat es aber irgendwie nicht gerafft, wie man eine Granate wirft. Ja, vielleicht ist die G-Mod tatsächlich ein bisschen besser hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll ich denn hier lebend rauskommen? Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich erwischt habe. Habe ich seinen Kopf erwischt? Ich sehe nichts, weil das ist auch der Sinn hinter so einem Sandsturm. Alter, das war sein Kopf. Also fall auch um. Geht doch. Okay, der wäre erledigt. Und ihr hört auf mit euren Granaten. Könnte behalten. Okay, Sully hatte gerade die gleiche Idee. Meine Güte. So, wo auch immer der herkam, auf jeden Fall war es gerade sein Todesurteil, dass er sich so nah an uns rangetraut hat. Ah, seht mal, da sind die Sniper. Okay, den haben wir. Und den haben wir auch. Puh, okay, das sieht doch gar nicht so schlecht aus für uns. So, dann wollen wir hoffen, dass es auch so bleibt. Bleibt natürlich immer in der Nähe von den Gebäuden hier. Genau deswegen, weil hier immer noch irgendwo einer stehen kann. Na komm, zeig dich, Arschloch. So, alles klar. Den hätten wir, aber das war's natürlich noch nicht. Irgendwo steht noch ein Penner. Oh Gott, und da auch noch. Ich glaube, ich habe da was erwischt. Ja. Okay, Drake sagt, das waren wohl alle. Dann hoffe ich mal, dass er mit recht hat. Zum Glück nehme ich aber wieder mal die M9 mit. Ui, ein großes Tor. Oh, das ist die Stadt? Hm. Wie kann man die denn so leicht übersehen? Nur wegen dem Sandsturm? Komm, lass uns reingehen. Okidoki. Wow. Gar nicht so schlecht. Heilige Scheiße. Wow. Schau dir das an. Das war so alles war. Unfassbar. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das sieht auf jeden Fall sehr imposant aus. Und das große Tor führt wahrscheinlich in die Stadt. Aber leider ist es verschlossen. Das heißt, wir müssen es irgendwie aufkriegen. Da hilft nur eine Poliermaschine. Es ist riesig. Unfassbar. Okay. Guck mal, hier sind Statuen, die miteinander ringen. Auf der anderen Seite auch. Ja, dann klettere ich mal die Leiter hier rauf. Die wird ja wohl nicht umsonst da stehen. Und dann gucken wir mal, was wir da oben machen können.
Vielleicht kommt Sully auch mit, das wäre ganz nett. Ich konnte dein Notizbuch von Marlow klauen. Dachte, es wäre hilfreich. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Sully. Ja, unser Notizbuch. Das ist gut, okay. Hier ist ein Hebel. Das kann man machen, wenn ich hier drücke. Halt! Da drüben ist noch einer. Vielleicht funktioniert der da drüben. Vielleicht. Also müssen wir nur noch rüberkommen. Aber das ist ja nicht so das Problem. Denn nicht umsonst hängen hier diese merkwürdigen Kronleuchter. Doch, dieser, sehe ich gerade mal, hängt hier umsonst. Oder? Warte, oder muss ich von da nach da springen? Weil irgendwas musste man doch auch noch hier mitmachen. Glaube ich. Ah ja, genau. So war's. Genau, davon müssen wir uns nämlich einen Stockwerk höher tragen lassen. Weil der eine Kronleuchter hängt ja so ziemlich alleine, weil einer runtergestürzt ist und so weit kann Drake leider nicht springen. Deswegen müssen wir das irgendwie anders machen. Aua. Zack, dann nehmen wir halt die zufällig aus der Wand hervorstehenden Steine, die uns einen super Weg bilden. So, dann balancieren wir ein bisschen. Hey, geh du an den anderen Schalter. Fast geschafft. Was glaubst du, was wir hier gerade machen, Sully? Und hopp, sehr gut. Okay, dann dürfte der restliche Weg nicht so das Problem sein. Dann haben wir es ja fast geschafft. Und hops. Wow. Okay, das war knapp. Ich dachte, ich hänge ein bisschen gerader zur Kante. Okay, mal sehen, ob das was bringt. Worten von Victor Sullivan, da hol mich doch der sonst wer. Perfekte Imitation. Ja, das nenne ich mal eine Stadt. Alter Vater, okay, jetzt müssen wir nur irgendwie heil da runterkommen. Aber glücklicherweise ist das Innere der Tür eine perfekte Leiter, die wir, boah, ich dachte, die wir gerade schon verfehlen. Aber nein, okay. Wow, der Sandsturm da hinten sieht recht schlimm aus. Ich hoffe, der holt uns nicht an, aber das scheint nur dieser Sandsturm zu sein, der die Stadt umhüllt. Das Atlantis der Wüste. Aber da müsste man es doch eigentlich aus der Luft sehen können, oder? Wenn man einfach mal... Heilige Scheiße. Es existiert wirklich. Oh mein Gott. Victor Sullivan, willkommen in die Bar. Die Statuen salutieren alle. Das ist ein bisschen creepy. Ein bisschen, naja, unheimlich aussehen. Aber okay. Cool. Dann erkunden wir mal die Stadt. Oh Mann. Das ist eine schöne Stadt. Hier könnte man wohnen. Jetzt weiß ich nicht, links oder rechts. Ich glaube, auf irgendeiner Seite ging es weiter und auf der anderen lag, glaube ich, ein Schatz. Jetzt fragt mich aber nicht, wer. Ich glaube, die hier war die richtige Seite. Okay. Ha. Unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Nein. Nein.
Bitte. Sally. Boah, dieser verdammte Mistkerl. Hinterrücks. Wow, tötet der Sully. Und diesmal sah es nicht so aus, als würde seine Kugel von einem Tagebuch abgefangen worden sein, so wie in Uncharted 1, wenn ihr euch daran erinnert. Und wieso sterben diese Typen hier nicht? Was soll denn das? Der verdammte Talbot, dafür wird er auf jeden Fall bezahlen. Wenn nicht Sully ihn tötet, mache ich das. Ich meine, wenn ich Drake ihn töte, mache ich das so. Ich mag Sully doch. Ach, ich komme nicht mit dem Namen klar. Ah, verdammt, ja, stürze ich mich einfach mal in den Tod. Die Typen wollen aber auch nicht sterben. Hä? Warum habe ich den schon so oft in den Kopf geballert? Hier, stirb, 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 stirb. Du sollst sterben. Was zur Hölle? Was wird denn das hier? Okay. Der Typ brennt und kann sich teleportieren. Und erst dann sterben. Okay, hat Salim nicht irgendwas erwähnt von Dämonen? Die der Herrscher Salomon damals kontrolliert hat? Ah, geil. Sind die Typen jetzt hier verflucht oder wie? Verdammt. Kleiner Penner da hinten. Hier, kriegst du Granate. Hab Spaß dran. Ah, das hat ihn aber direkt erledigt. Das ist schon mal gut. Na toll. Das auch noch. Aber Drake schafft das. Ich meine, der ist jetzt so voller Zorn. Ich glaube, der kriegt das hin. Ey! Kann man sich dann eigentlich noch mit denen anlegen im Faustkampf? Ich meine... Oh ja. Obwohl sie dann in Flammen stehen und sich wegteleportieren. Aber hey, selbst das, sie mögen Dämonen nicht. Okay, vielleicht behalte ich das Ding. Ah, der Aufzug ist wieder da. Ja, mit noch mehr Dämonen. Sehr gut. Okay. Man merke sich, wer jemals einen Dämonen als Feind hat... Dämonen mögen keine Granaten. Das heißt, habt am besten immer ein paar Granaten im Haus. Nein, Leute, tut's nicht. Das kann übel nach hinten losgehen. Jetzt konnte ich mich wieder nicht bewegen. Ah, super. Naja, wenigstens müssen wir nicht nochmal alles machen. Teleportierende Gegner, wie ich sie hasse. Genauso schlimm wie fliegende Gegner. Können die wahrscheinlich auch noch. Stirb. Hallo? Hallo? Wie viele Granaten willst du noch einstecken? Okay. Dann testen wir doch gleich mal, ob sie Schrot mögen. Ah, anscheinend auch nicht. Ja, sagen wir so, sie mögen anscheinend gar nichts. Aber, halten sehr viel davon aus. Puh. Okay, das war's erstmal. Dann, würde ich sagen, nehme ich mir noch hier meine Waffen wieder mit. Und dann fahren wir mit dem Aufzug. Und dann muss ich auch erstmal wieder einen Cut machen, wenn wir da unten eine ruhige Stelle haben sollten. Und so, los geht's. So, unser nächstes Ziel ist jetzt Talbot. Damit kommt er nicht einfach so durch. Einfach Sully abknallen und dann abhauen. Marlo natürlich auch. Ich meine, sie hat wahrscheinlich den Auftrag dazu erteilt. Talbot, komm sofort zurück, du Mistkerl! Der Penner.
Okay, da hinten läuft er. Okay, aber im nächsten Teil müssen wir den erst verfolgen, denn wir haben jetzt leider keine Zeit mehr und dann zahlen wir das Talbot hoffentlich auch wieder heim. Und ja, deswegen war es das jetzt erstmal von Uncharted 3 Drake's Deception und im nächsten Teil geht's dann spannungsgeladen und auch sehr traurig ohne Sully weiter. Deswegen war es das erstmal und bis dann.